Herzlich willkommen in der Kunststätte Bossart. Mein Name ist Katharina Groth. Ich arbeite hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich freue mich, mit Ihnen heute einen besonderen geheimen Ort im Mittelpunkt des Gesamtkunstwerks von Johann Michael und Jutta Bossart zu entdecken. Dieser geheime Ort befindet sich in unserem Kunsttempel, genauer gesagt hinter dem Nordportal des Kunsttempels. Und diese besondere Tür öffnen wir gleich einmal. Nun stehen wir am Nordportal des Kunsttempels, genauer gesagt, das ist der Vorbau des Kunsttempels, der um 1935 von Johann Michael und Jutta Bossart errichtet wurde. Hier haben wir ein tolles zweiflügiges Tor mit der Darstellung von kantigen Gesichtern und kristalline Form. Dieses Tor war von dem Künstlerpaar geplant, ursprünglich als Eingang für die Besucherinnen und Besucher. Wenn Sie heute den Kunsttempel besuchen, müssen Sie zur Ostseite gehen, durch den damaligen Arbeitseingang des Künstlerpaares. Und heute öffnen wir dieses große Portal nur noch zu besonderen Anlässen. Ein besonderer Anlass ist natürlich der Dreh und die Entdeckung des geheimen Ortes dahinter, sodass wir heute ausnahmsweise die Touren einmal mit Ihnen gemeinsam öffnen können. Der geheime Ort hier im Kunsttempel, dann im Nordportal, wird von Johann Bossart so umschrieben, dass er hier die verwirrende Fülle des auf- und absteigenden Lebens darstellen wollte. Schon 1925 schreibt er das in seiner Werbeschrift an seine Freunde. Das Prinzip der Dualität gestaltet auch hier ja, das ganze Tor, das innere Tor, wie auch die Seitenstreifen. Sie sehen eine Vielzahl von Szenen und Figuren, die auch an vielen anderen Orten hier in der Kunststätte wiederzufinden sind, natürlich in veränderter Form. Oder auch auf den Werken von Johann Michael Bossart. Wenn wir etwas genauer auf dieses Tor schauen, fällt besonders eine hervorstehende Platte auf, die so etwas wie ein Türöffner darstellen könnte. Wir sehen darauf eine Gestalt, die an den Felsen geschmiedet ist. Recht leicht ist hier der Prometheus zu erkennen, ein griechischer Mythos, der zum Beispiel auch von Johann Michael Bossart auf einem Gemälde seines dritten Tempelzyklus dargestellt wurde, den Sie bei uns im Schaumagazin entdecken können. Diese Dualität und die verwirrende Fülle des auf- und absteigenden Lebens ist auch sehr schön thematisch dargestellt in den Seitenstreifen. Besonders auffällig sind hier diese ja, fast medaillonartigen Figuren auf Pferden, Reiter, dargestellt werden die vier Lebensalter. Diese unglasierten Keramiken, ganz, ganz interessant, im Inneren sind nur unglasierte Keramiken verbaut worden, auf dem Äußeren des Kunsttempels dagegen um glasierte Keramiken. Diese vier Darstellungen der vier Lebensalter können Sie zum Beispiel auch an einer Wand des Wohnhauses entdecken, die Sie besonders gut vom Klostergarten aus sehen können. Wir gehen vom dunkleren Vorraum des Kunsttempels in den lichtdurchfluteten Hauptraum hier. Das ist so ein Gang vom Licht ins Dunkle, den Johann Bossart zusammen mit dem ganzen Programm des Kunsttempels als Weg der Erkenntnis beschreibt, mit dem Ziel der spirituellen Erleuchtung. Und damit sind wir auch am Ende der Vorstellung eines weiteren geheimen Ortes hier an der Kunststätte Bossart und freuen uns auf ein Wiedersehen.